Wenn man ein solches Sportzeug zu bekommen, müssen die beiden Turbine leider zusammengeschrieben werden. Bereits 2005 stand der Wunsch nach einem neuen Löschfahrzeug. Nach mehreren Anläufen gelang es 2011, dass das Löschfahrzeug als eines der Prioritäten des Verkehrs war. 2013 stellte die Stadt den fordernden Antrag beim Landkreis. Nachdem er genehmigt wurde, konnte die Ausschreibung am 8.11.2013 auf den Weg erfolgt werden. Ingo Groß brachte ein Konzept für ein HLF20 mit, wo wir dann noch weitere Wünsche eingearbeitet wurden. Am 7.1.2014 war es dann die Angebotseröffnung und am 20.01.2014 erfolgte dann die Auftragsvergabe im Stadtrat. Nun ist es durch. Und dann in den Dienst gestellt werden. Meine sehr geehrten Festgäste, nunmehr habe ich den Schlüssel, ja, mit einem goldenen Anhänger, 2014 Bergstadt Scheibenberg, Freiwillige Feuerwehr Scheibenberg, in der Hand. Lieber Werder, Werder Nestmann, ich bitte dich nach vorne. Ich bin überzeugt, dass das neue Fahrzeug genauso pflegen und so gut und intensiv behandeln werden wie die bisherigen Fahrzeuge. Ich wünsche der Werder allzeit eine gute Fahrt, stets eine gute Einsatzbereitschaft, immer ein unfallfreies, schadensfreies Rückkehren im Einsatz. Ein gutes Miteinander in der Werder und in unserer Stadt, für die Region, für die Gottes Segen für diesen wichtigen Dienst. In diesem Sinne übergebe ich dir jetzt die Schlüssel für das neue HLF20. Mächtiger Gott, wir bitten dich, nimm dieses Fahrzeug und alle, die damit unterwegs sind, in deinen Schutz und stelle sie unter deinen Segen. Lass alle jeweils von den Einsätzen unbeschadet wieder nach Hause kommen. Hilf, dass dieses Fahrzeug die ganze Zeit, wo es hier in Scheibenberg und auch außerhalb im Dienst ist, immer wieder die Aufgabe erfüllen kann, mit den Menschen es bedienen, wozu es gebaut worden ist. Lass uns alle dankbar dafür sein, dass wir Mitmenschen haben, die sich einsetzen zum Schutz von Leib und Leben. Hilf uns aber auch, dass wir unsere Seele nicht vergessen und sie deinem Schutz anrufen. So sei dieses Feuerwehrfahrzeug dem Schutz Gottes unterstellt. Er segne und begleite alle, die unterwegs sind. Das geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Werner Nestmann, lieber Wehrleiter, das haben wir geschafft gemeinsam. Herzlichen Glückwunsch nochmals und du stellst das jetzt in den Dienst. Liebe Kameradinnen und Kameraden, hiermit stelle ich das Fahrzeug offiziell in Dienst. Das hat die Bezeichnung Scheibenberg 11491.